Eike, es war ein Riesenfehler, Early Bird mit auf diese Safari. Ich verstehe nicht, was er... Guck hier jetzt, dafür ist die Treppe da. Freunde, da sind wir wieder. Es ist immer noch Nacht. Wir sind immer noch gestrandet hier im Forest mit dabei, Zander und Early. Yo, was geht? Gestrandet, eher abgestürzt, oder? Ja, aber wir sind ja abgestürzt, oder? Gestrandet trifft's eigentlich, weil wir sind ja am Strand. Ich bin immer noch so fasziniert davon, wie wir einfach aus dem Flugzeug fallen, weißt du? Finden eine Axt und auf einmal sind wir die Survival-Expert. Digga, wir haben ein fucking Survival-Buch geschrieben. Wir ohne müssen Scheiß, wissen, wie es geht. Ich bin, da muss ich mal kurz eine Anekdote aus meinem Leben verlieren. Ich bin mal mit meiner Freundin tatsächlich, mit meiner Freundin zu der Zeit, war ich in Nicaragua unterwegs. Und da wusste ich halt auch, also so Backpack-mäßig, und da wusste ich auch nicht, ob ich da lebend wieder rauskomme. Und meine Freunde haben mir dann vor der Reise so einen Survival-Guide geschenkt. Also. Ernsthaft? Ja. Oh, das war ein Busch. Ich hoffe, dass es halt eher so Joke-mäßig war, aber... Ja, haben sie gemacht. Und das stand zum Beispiel drin. Das fand ich richtig geistiges Wissen. Also auch ganz viele Pflanzen und so weiter, die du zum Beispiel essen kannst. Oder irgendwelche Tiere und wie du die dann verarbeitest und so. Aber was ich richtig lustig fand, war, solltest du im Ozean irgendwo sein. Ja. Und du bist verschollen und um dich herum sind Haie. Ja. Und aus irgendwelchen Gründen musst du erbrechen. Ja. Dann versuch das zu portionieren und kotz dir in die Hand und wirf es ganz weit weg, damit du keine Haie anlockst. Oh, Bruder. Was? Da dachte ich auch so, ganz ehrlich, wie zur Hölle soll ich denn, wenn ich kotzen muss, ich bin im Ozean, treib da rum, weißt du, um mich herum sind Haie, wie soll ich dann so cool bleiben und denke mir, ich portioniere mein Erbrochenes und schmeiß es dann bald weg. Fand ich lustig. Zum Nachlesen, das war der SAS, glaube ich, SAS Survival Guide von der britischen Luftwaffe. Es gibt dann auch Leute, die machen das, ohne dass sie im Ozean verschollen sind. Aber jetzt lacht man darüber, ne? Aber kein Scheiß, wenn das wirklich passiert, dann bist du einfach glücklich, genau diese Information zu haben. Ohne Scheiß, das habe ich auch gedacht. Auch so, wie du mit Schlangen umgehst und welche Insekten und so weiter. Das, also, man hat es einmal gelesen und dann weiß man es. Ja. Und jetzt, wir hoffen natürlich auch, nachdem wir das Spiel hier, wenn wir es weiter erforschen, dass wir dann auch für das echte Leben gewappnet sind. Auf jeden Fall. Oh, Garten! Das alles ist der Service, den wir liefern. Alles wird sich ändern. Oh, Bruder, Zander, danach, ich dachte gerade, hast du auf dem Rücken. Hast du nicht die Angst, dass du im Wald bist alleine, irgendwo im Nirgendwo, sondern du hast Angst, wenn du nicht im Wald bist. Das ist es, ja, dann wird zu Hause auf einmal zur Gefahr. Du weißt nicht mehr, wie der Toaster funktioniert, aber du weißt, wie du von wilden Kräutern überleben kannst. So ist es genau. Außer Early Boy, der brennt einfach die ganze Zeit. Ja. Junge, was ist dein scheiß Problem? Ich hab verbranntes Fleisch gegessen. Early, ja. Kannst du mal bitte mir erklären, was du hier tust? Ich baue uns Schlitten hin. Bau uns was Schlitten Nettes. Wieso? Meinst du nicht, dass wir das erst später in unsere Base bauen sollen? Weiß ich nicht, ich wollte ein bisschen Gärtner spielen. Okay. Oder nicht anders gerne. Okay, warte, ich hab's wieder angefangen. Kann ich wieder abreißen? Ich kann's wieder abreißen. Ja, geht. Ach, guck mal, da kriegst du sogar die Ressourcen raus. Geil. Ah, pass auf, Ali, du bist jetzt unser Koch. Warum kann ich mein Essen nicht nehmen? Achso, ich stehe zu nah dran. Ey, mein Essen ist schon wieder verbrannt. Zander, was können wir denn tun, um Wir sammeln jetzt erstmal Holz und ich würde sagen, wir bauen uns erstmal so eine kleine Base, damit wir erstmal safe sind vor irgendwelchen Eventualitäten, würde ich sagen. Weil man weiß ja nicht, mal lauern, ne? Ich muss auch sagen, wir waren schon echt lange, wurden wir jetzt nicht mehr besucht von diesem Schaugestein. Glück. Ich kann mir aber vorstellen, dass das noch passiert. Ich glaube sogar die erste Nacht, ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal angefangen zu zocken, das Game, im Livestream und so. Aber ja. Ich glaube, die erste Nacht ist, glaube ich, immer so die Nacht, wo am wenigsten passiert. Ah, okay. Also Schonfrist quasi. Ja, so ein bisschen schon, genau. So ein bisschen nicht Schwimmerbecken. Wow, wow, wow. Oh, was ist denn los? Was. Hast du es gehört? Ja, ich habe auch so einen Schrei gehört. Da ist er bei mir! Bruder! Oh, ich hab Zander geschlagen! Digga! Hau drauf! Da kommt noch einer, Bruder! Der hat einen Zahn verloren! Komm her, Bitch! Ih! Macht da komische Geräusche! Bitch! Ich geb's dir! Ja! Ich konnte ihm gerade einen Zahn ziehen, glaube ich. Den nehme ich erstmal. Was für ein Gauner! Was können wir denn eigentlich mit deren Leichen machen? Geht damit irgendwas, oder? Ja, wir können, glaube ich, mit den Leichen so komische, ich sag mal sowas wie einen Pfahl bauen und dann kommen die nicht mehr hier hin, weil die Angst haben. Die sehen, dass wir die Leichen schänden und so. Vor allem stellt die Frage, was können wir eigentlich damit machen? Erste Reaktion, ich werf sie ins Feuer. Ja.
Oh, und dann packst du Zähne an deine Axt dran und dann ist deine Axt verbessert. Ich glaube, das mach ich. Das mach ich auch, du. Du hast, finde sauberes Wasser zu trinken. Ja, das krieg ich noch hin. Genau, und das wenn ihr übrigens, wenn ihr voll mit Blut seid, ne, Jungs? Ja. Dann müsst ihr unter die Dusche gehen. Wo ist, haben wir noch was zu essen eigentlich gerade? Komplett ignoriert. Wir müssen ins Wasser, wenn wir voller Blut sind. Okay. Ich hab einen kleinen dann Stein. Dann wäschst du das Blut ab. Lockt das Blut die anderen an, oder was? Nee, das Blut ist aber, da kannst du infiziert werden. Ich kann nur ein Zahn auf das Dingens machen. Ah nee, ich hab keinen Hass mehr. Ich hab auch nur zwei Zähne drauf. Das sieht auch gerade ein bisschen ulkig aus, um ehrlich zu sein. Ah, es kommt noch. Aber immerhin, wir tragen die Waffen unserer Feinde. Ich muss eben was essen. Ich habe mir Essen da drauf gelegt. Ich bin nämlich fast am Verhungern. Ja, ich auch. Was können wir denn dagegen mal tun? Ich habe noch einen Schokoriegel. Irgendeiner muss jagen. Jagen? Klar. Ja. Timmy Foto. Ah, ja. Dein. Wie können wir jagen? Also jetzt gerade ist halt auch ein bisschen blöd. Wie lange sind die Nächte denn hier so? So lange wie die Tage. Das ist ein Vogel. Wie die Tage? Okay. Also ungefähr. Dann müsste es ja bald mal wieder soweit sein, oder? Ja, ich weiß nicht. Was baust du denn da jetzt mal wieder? Was? Ich baue uns ein bisschen Licht, damit wir was sehen. Digga, das ist ein Signalfeuer, Junge. Damit sehen wir besser. Das ist ja hier. Da haben wir endlich mal Licht, du. Glaub mir. Das brauchen wir. Und dann geh ich jagen. Komm. Ich mach mit. Das ist übelste Ressourcenverschwendung, aber drauf geschissen. Haben das hier. Oh, ich hab Baumharz. Jetzt habe ich habe mein Fleisch ins Feuer gelegt, aber irgendwie ist es verschwunden. Kann das schon wieder sein? Hä, oder warum? Was ist der Befehl zum Essen? Nee, da ist kein Fleisch drin. Das ist doch ulkig. Was? Das habe ich doch da gerade reingelegt. Ich habe einen Vogel gefunden. Da ist schon wieder einer. Komm her, get to me, sir. Please. Wo ist er denn jetzt? Wir brauchen er ist im Blätter, Stein ne? Verschwunden. Was sagst du? Was brauchst du? Ich hab Blätter. Eike? Ja. Gucke hier, jetzt sehen wir endlich was. Ja, jetzt ist Tag. Nee, der Tag kommt nur wegen mir. Oh, Bruder, top. Okay. Geht das jetzt komplett an? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Er sagt Ressourcen verschwenden. Da habe ich innerhalb von 5 Sekunden gefarmt gehabt, das Ding. Ja, wenn das komplett angeht, wäre ein nice. Das ist auf jeden Fall gutes Licht, Alter. Das geht schon ordentlich. Aber kann man das wieder ausmachen? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche was zu trinken. Ja, ich auch. Aber wir müssen dafür eine Quelle finden. Das Wasser hier vorne können wir nicht trinken. Wir können aber, weißt du, was wir machen können? Oh, scheiße. Mal gucken, was am Ende dieses Flusses ist. Ob in die Richtung Strand ist. Weil da hinten ist der Berg. Und wenn wir den Strand finden... Ich laufe an den Fluss lang. Kommt ihr mit? Ja, ich komme. Weil jetzt ist ja Tag. E drücken und halten. Ah, oh. Irgendwie wird das bei mir nicht angezeigt, ich weiß auch nicht. Ah, oh, jetzt brenne ich, yikes. Oh. Da war er zu gierig. Ach, hä, nee. Aber bei mir wird eh angezeigt, also bei mir sieht man echt? Das. Mhm. Übrigens, wir haben, glaube ich, einen Hasen gefangen. Schon schön hier. Was ist das denn? Normalerweise keine Ahnung. Ja, Eike, willst du mal... Was ist das? Keine Ahnung, das habe ich gerade kombiniert. Ich glaube, das ist eine Trophäe von irgendwas. Nee, ich habe das gerade... Das ist ein Hodenschützer, den kannst du anziehen. Das ist ein Beutel, Bruder. Ich hätte gedacht, das wäre eine Wärmflasche. Das ist ein Beutel. Für kalte Nächte. Hodenschützer, Alter. Aber kann ich irgendwie meine Flugachs irgendwie in die Hand nehmen mit Tastenkombi? Warum steht hier eine Treppe, warum? Alter? Nee, da kann man schön... Guck mal hier, jetzt kannst du richtig so Körper... Wenn man brennt, kann man jetzt ein paar Tests rausmachen. Eike, es war ein Riesenfehler, Early Bird mit auf diese Safari. Ich verstehe nicht, was... Guck hier jetzt, dafür ist die Treppe da. Siehst du? Die zeigt dir den Weg ins Wasser. Perfekt, also, Alter. Mein Fleisch essen. Du brennst immer noch, Junge. Im Ernst? Ja, jetzt nicht mehr. Ah, okay, Jungs, komm mal mit, das hat doch alles keinen Sinn. Ich laufe jetzt im Fluss lang. Oh, ich glaube, mein Fleisch war verbrannt. Wir müssen jetzt gucken, dass wir Fleisch sammeln. Und wir müssen gucken, dass wir den Strand finden. Und dann auf dem Weg können wir hier nochmal so kleine Äste einsammeln und sowas. Ja, und das Blätter. Ist eine gute Idee. Dein Durstropfen? Das Reh, Leute! Oh, ja, fuck. Versuch's zu jagen. Hinter euch! Zwei Stück! Ich sehe sie nicht. Hier bei mir! Kriegst du die?
Ich hab eins verjagt. Nee, das ist hier. Warte, ich verfolge. Ich kann mir vorstellen, dass sie vor dir wegrennen. Wisst ihr, komm her, Bambi! So crazy. Bruder, Bambi, jetzt bleib stehen! Ich hab Bambi getötet! Yes, good job, man. Oh ne, es lebt noch! Es lebt noch! Es lebt noch! Oh, Bruder! Oh, Bruder, das arme Tier! Ah, es ist tot. Hätte okay. Das hier ist doch perfekt auf dieser Insel, oder? Yeah. Ah, nee, nee, das ist gar nicht so gut, weil du musst halt immer arschweit laufen zum Holz holen. Guck mal, ich hab was mitgebracht. Ja, das macht wohl Sinn. Hast du auch das Fleisch? Ja. Gut. Guck mal, auf der ganze Körper komplett Blut überströmt, Alter. Das ist echt so geil. Oh, Mann. So, hier schön die Äste mitnehmen noch. Und lass uns mal eben kurz gucken, wo wir eine Wasserquelle haben. Können wir diesen Kopf nicht auch benutzen, um das irgendwo aufzuhängen und dann Angst zu verbreiten? Könnte sein, weiß ich gar nicht. Also ich suche jetzt erstmal eben kurz eine Wasserquelle, Leute, sonst sind wir echt aufgeschmissen. Ich hab den Kopf jetzt hier hingelegt, oder sollen wir den mitnehmen? Nein, der ist schon gut so. Oh lol, Eike, komm her schnell. Hier ist eine Hütte. Ja, ich komm. Eile, bist du da? Ich komm. Warte, ich bin noch im Weg. Hütte. Ich weiß, hier sind, Alter, hier sind voll viele Hütten. Okay, ich bin da. Haben wir ein Lager von dir gefunden? Wir sind direkt in der Nähe von einem Lager. Ja, aber die haben meistens so richtig krasse Ressourcen. Ah, oh, dann gehen wir jetzt mal plündern hier. How about that? Haben die auch einen Kühlschrank, Backofen oder McDonald's oder so? Ich hab Hunger. Ganz kurz, Jungs. Sollen wir in der nächsten Folge plündern? Jo, stimmt. Alter, wir haben schon wieder hier. Okay, wir plündern in der nächsten Folge. Eike, dein Part. Ja, wir haben Fortschritte gemacht. Wir haben ein ganzes Reh zerlegt, diese Episode. Holy shit. In der nächsten Episode werden wir uns mal angucken, was wir hier finden können. In dem Dorf hier, was wir gefunden haben. Sieht schon vielversprechend aus. Können wir hier nicht direkt einziehen? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr die Perspektiven von Thunder und Early sehen wollt, findet ihr das in der Beschreibung auf deren Kanälen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao.